Ich begrüße euch zu 5 auf einen Streich. Heute haben wir Freitag, den 10.01.2014. Mein erster Tipp ist ein Game-Tipp für iOS. Und zwar ist momentan Pac-Man von Namco kostenlos im App Store verfügbar. Als nächsten Tipp habe ich heute ein Videokonvertierungstool für das Matroska-Format. Matroska ist ein Containerformat für Audio- und Videodaten und die Dateien haben meistens die Endung MKV. Mittlerweile sieht man auch bei vielen Multimedia-Hubs, dass sie MKV unterstützen. Und die Software, die ich euch vorschlagen möchte, ist MKV Toolnix. Das Ganze läuft nicht nur unter Linux, sondern ist auch unter Windows lauffähig. Es werden Tools gebündelt, um MKV-Dateien zu erstellen, anzupassen und zu inspizieren. Als nächstes habe ich einen Tipp für alle Google Plus Nutzer. Und zwar die aktuellste Version von Picasa für Windows und Mac. Mit dem Tool habt ihr die Möglichkeit, eure lokalen Bilder ganz einfach mit eurer Offline-Bibliothek bei Google Plus zu synchronisieren. Jetzt wird ein weiteres Tool noch mitgebündelt und zwar Auto Backup. Damit wird sichergestellt, dass bestimmte Verzeichnisse automatisch mit Google Plus synchronisiert werden. Der Verlust von persönlichen Fotos ist immer besonders schlimm, deswegen ist so ein Zusatz-Backup natürlich eine klasse Sache. Als nächstes habe ich eine Videopromo von Crytek für euch. Als Launch-Titel hat Crytek Rise Son of Rome vorgestellt. Das Ganze ist ein Action-Adventure und ihr spielt einen römischen General. Über das Spiel selbst will ich hier jetzt gar nicht sprechen, sondern es geht um eine vierteilige Live-Action-Serie, die euch so ein bisschen in die Story von Rise einführt. Als letzten Tipp habe ich einen Musiktipp für euch. Und zwar ist das die Gruppe Klingande. Das sind zwei Studenten, die ihre Musik zum Beruf gemacht haben. Cedric und Edgar machen seit Ende 2012 Musik und sind ganz besonders über Online-Plattformen wie YouTube und Soundcloud bekannt geworden. Und das Lied Jubel, das habe ich konstant gebookmarkt. Das ist also immer wieder ein Lied, wenn es mir wirklich schlecht geht, lasse ich das richtig laut laufen. Das macht wieder Lust auf Sommer, auch wenn wir da noch weit von entfernt sind. Das waren wieder meine 5 Tipps für heute. Wie immer schaut bei Twitter, Facebook und bei Google Plus vorbei. Abonniert uns auf YouTube und empfehlt uns natürlich kräftig weiter. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Bis zur nächsten Sendung. Tschüss.